It's your first day in the Situation Room. What three questions do you ask your national security experts about the world? What we want to do, when we want to do it, and how hard do we want to hit? So count me in as somebody who will not be listening to Henry Kissinger. Wenn ihr nicht wollt, dass ein Präsident von einem Kriegsverbrecher außenpolitisch beraten wird, dann sollte man sich wahrscheinlich für Bernie Sanders entscheiden. Hey Leute, ein neues Solo-Video wieder zur US-Wahl und diesmal befassen wir uns mit den außenpolitischen Vorstellungen der republikanischen und demokratischen Kandidaten. Wir fangen mit den Republikanern an. Da gibt es einen Kandidaten, der gegen den Strich bürstet, der zum Beispiel gegen den Irakkrieg war. Ja, so einen Kandidaten gibt es. Oh my God, I'm the only one on the stage that said, do not go into Iraq. Do not attack Iraq. Nobody else on the stage said that. And I said it loud and strong. And I was in the private sector. I wasn't a politician, fortunately. But I said it, and I said it loud and clear. You'll destabilize the Middle East. That's exactly what happened. Donald Trump hat völlig recht. Die Amerikaner haben mit dem Irakkrieg den Nahen Osten destabilisiert. Ich meine, ohne den Irakkrieg würde es niemals ISIS geben. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives, we don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. Und das, was Donald Trump sagt, tut den Republikanern einfach weh, weil alle anderen Kandidaten entweder noch oder auf jeden Fall schon mal für den Irakkrieg waren. Und Donald Trump hat in all seiner Idiotie einfach das Glück, dass er damals anscheinend gegen den Irakkrieg war und heute Recht behalten hat, dass das ein riesengroßer Fehler war. Und erinnert ihr euch eigentlich noch an die angeblichen Massenvernichtungswaffen? You call it whatever you want. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction, there were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. Okay, all right. Ja, auch das mit den Massenvernichtungswaffen war eine Lüge und da unterscheidet sich Donald Trump auch wieder von den anderen Republikanern. Die würden sowas einfach nicht sagen. Und das spricht einfach bei den republikanischen Wählern eine große Wählerschaft an. Weil nicht jeder Republikaner ist für jeden Krieg, sondern wahrscheinlich immer nur für Kriege, die sich lohnen. Und manche haben einfach realisiert, hey, der Irakkrieg hat sich nicht gelohnt. Das war vielleicht sogar ein Fehler. Hey, wir haben ISIS geschaffen. Scheiße. Neben ISIS gibt es natürlich auch noch andere Feinde für die Republikaner, unter anderem natürlich Wladimir Putin. But we need to destroy ISIS and dispose of Assad to create a stable Syria so that the 4 million refugees aren't a breeding ground for Islamic jihadists. This is the problem. Donald Trump brought up the fact that he would want to accommodate Russia. Russia is not taking out ISIS. They're attacking our team, the team that we've been training and the team that we've been supporting. Ja, Putin ist einfach ein Arschloch, weil der da in Syrien zum Beispiel einfach nicht das macht, was wir wollen. Der verfolgt da seine eigenen Interessen. Der wagt es sogar, unsere Teams anzugreifen. Also die Rebellengruppen, die die Amerikaner unterstützen. Wie kann Putin nur? Und Donald Trump hat mit Wladimir Putin in dieser Sache eigentlich weit weniger ein Problem. But as far as the Ukraine is concerned, and you could say Syria, as far as Syria, I like if Putin wants to go in. And I got to know him very well because we were both on 60 Minutes. We were stablemates and we did very well that night. But you know that. But if Putin wants to go and knock the hell out of ISIS, I am all for it 100%. And I can't understand how anybody would be against it. Donald Trump ist der einzige Republikaner, der sagt, hey, warum sollte ich nicht mit Wladimir Putin reden? Ich finde ihn jetzt hier nicht so ein großes Arschloch. Außerdem müssen wir ja mit jedem reden. Und außerdem sagt er, hey, ich meine, wenn die Russen für uns die Drecksarbeit in Syrien machen wollen, na, dann soll Putin doch machen. Die anderen Republikaner sagen, nein, 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 nein. Die Drecksarbeit machen schon mal schön wir. Außerdem ein anderer Punkt ist die sogenannte Legacy von George W. Bush. Da sind eigentlich auch alle Republikaner vorsichtig. Die wollen natürlich auch vor den Wählern, die damals George Bush gewählt haben, jetzt nicht einfach sagen, ey, ihr habt da ein Arschloch gewählt. Nein, die sind natürlich unterstützend. Sie finden George W. Bush eigentlich gar nicht, im Nachhinein gar nicht so schlecht. While Donald Trump was building a reality TV show,
My brother was building a security apparatus to keep us safe, and I'm proud of what he did. And he's had the gall to go after my mother. The World Trade Center came down during your brother's reign. He's had the gall to go after my mother. Remember that. Hold on. Let me finish this. He's had the gall to go after my mother. That's not keeping us safe. Look, I won the lottery. Das muss man sich mal vorstellen. Jeb Bush behauptet, hey, George W. Bush hat dafür gesorgt, dass wir sicher leben können. Der hat den Sicherheitsstaat aufgebaut. Und Donald Trump ist clever genug, um da rein zu grätschen und alle daran zu erinnern, hey, unter welchem US-Präsident ist der 11. September nochmal passiert? Ah, das war doch George W. Bush. Und auch Marco Rubio findet George Bush im Nachhinein gar nicht so schlecht. I think you can look back in hindsight and say a couple things, but he kept us safe. And not only did he keep us safe, but no matter what you want to say about weapons of mass destruction, Saddam Hussein was in violation of UN resolutions, an open violation, and the world wouldn't do anything about it. And George W. Bush enforced what the international community refused to do. And again, he kept us safe, and I am forever grateful to what he did for this country. How did he keep us safe when the World Trade Center came down? I lost hundreds of friends. The World Trade Center came down during the reign of George Bush. He kept us safe. That's not safe. That is not safe, Marco. All right. Das ist schon krass. Donald Trump wird dafür ausgebuht, dass er das Publikum daran erinnert, dass unter George W. Bush der 11. September passiert ist. Das Publikum hat ihn gnadenlos ausgebuht. Und jetzt kommt Marco Rubio nochmal, der nochmal das Publikum daran erinnert, wer eigentlich wirklich schuld darin ist, dass Osama bin Laden den 11. September organisieren konnte. Ja, und wer könnte das wohl gewesen sein? That is not safe. The World Trade Center came down because Bill Clinton didn't kill Osama bin Laden when he had the chance to kill him. And George Bush had the chance. By the way, George Bush had the chance also, and he didn't listen to the advice of his CIA. Marco Rubio sagt also, Bill Clinton ist dafür verantwortlich, dass der 11. September passieren konnte, weil Bill Clinton einfach nicht dafür gesorgt hat, dass Osama bin Laden getötet wird. Es ist lächerlich und Donald Trump erinnert auch nochmal cleverweise daran, dass auch George W. Bush von der CIA angeboten bekommen hat, Osama bin Laden zu töten. Nun wollen wir aber Donald Trump nicht als so einen Pazifisten hier darstellen und ihn auch nicht so davonkommen lassen, weil ansonsten ist er in Sachen Außenpolitik eigentlich auch ein Hardliner. It's your first day in the Situation Room. What three questions do you ask your national security experts about the world? What we want to do, when we want to do it, and how hard do we want to hit? Because we are going to have to hit very, very hard to knock out ISIS. Also, wenn es um ISIS geht, ist Donald Trump auch ganz vorne dabei. Er will so schnell und so krass es geht ISIS loswerden. Und er hat da sogar noch einen anderen Plan. I also said, by the way, 3 years ago, attack the oil, take the wealth away, attack the oil and keep the oil. They didn't listen. They just started that a few months ago. Ja, wir müssen uns das Öl holen. Das Öl müssen wir uns holen. Da müsste aber mal jemand Donald Trump daran erinnern, dass auch das unter anderem ein Grund war, warum in den Irak einmarschiert wurde damals, Donald. Ne? Du erinnerst dich an diesen Irakkrieg, gegen den du bist und warst? Wir kommen zu den Demokraten, wo es ja nur noch Hillary Clinton und Bernie Sanders gibt und außenpolitisch unterscheiden die sich, na sagen wir mal so, nicht so sehr von dem, wie sie über die Zukunft sprechen, aber man kann ein paar Rückschlüsse aus der Vergangenheit ziehen. Two points. One, Senator Sanders voted in 1998 on what I think is fair to call a regime change resolution with respect to Iraq, calling for the end of Saddam Hussein's regime. He voted in favor of regime change with Libya, voted in favor of the Security Council being an active participant in setting the parameters for what we would do, which, of course, we followed through on. Hillary Clinton macht deutlich, dass Bernie Sanders jetzt nicht der klassische Peace-Kandidat ist. Er hat zum Beispiel den Afghanistan-Krieg unterstützt, den es immer noch gibt. Er hat die Intervention in Libyen unterstützt, wo Gaddafi gestürzt werden sollte, was übrigens von der damaligen Außenministerin Clinton eingeleitet wurde. Aber wo die beiden sich besonders unterscheiden, ist der Irak-Krieg. Da hat die damalige Senatorin Clinton dafür gestimmt und Bernie Sanders hat dagegen gestimmt und ist natürlich auch heute immer noch dagegen. Bei der letzten Debatte im Fernsehen
kam es dann zu einem kleinen Showdown in Sachen politische Berater. In her book and in this last debate, she talked about getting the approval or the support or the mentoring of Henry Kissinger. Now I find it rather amazing, because I happen to believe that Henry Kissinger was one of the most destructive secretaries of state in the modern history of this country. I am proud to say that Henry Kissinger is not my friend. I will not take advice from Henry Kissinger. And in fact, Kissinger's actions in Cambodia, when the United States bombed that country, overthrew Prince Sihanouk, created the instability for Pol Pot and the Khmer Rouge to come in, who then butchered some 3 million innocent people, one of the worst genocides in the history of the world. So count me in as somebody who will not be listening to Henry Kissinger. Well, I know journalists have asked who you do listen to on foreign policy, and we have yet to know who that is. Well, it ain't Henry Kissinger, that's fine. For sure. That's fine. Bernie Sanders macht deutlich, dass er sich nicht von einem Kriegsverbrecher als Präsident beraten lassen will. Hillary Clintons Top-Berater in Sachen Außenpolitik ist Henry Kissinger. Henry Kissinger ist nicht nur Friedensnobelpreisträger, er ist auch ein Kriegsverbrecher. Henry Kissinger war unter Nixon in den 70ern Außenminister und hat unter anderem dafür gesorgt, dass der Vietnamkrieg 5 Jahre lang unnötig nicht beendet wurde. Er hat für Flächenbombardements, die illegal waren, in Laos und Kambodscha gesorgt. Und er ist mitverantwortlich für 3 Völkermorde in Kambodscha, in Osttimor und in Bangladesch. Und wenn ihr nicht wollt, dass ein Präsident von einem Kriegsverbrecher außenpolitisch beraten wird, dann sollte man sich wahrscheinlich für Bernie Sanders entscheiden. Und das war's für heute.